Ja, hallo, servus und grüß euch, herzlich willkommen zum Indiana Jones Revival bzw. Lara Croft bzw. Sherlock Holmes, The Devil's Daughter. Wir sind, ja, ich schätze mal, gedanklich in der Miniatur von diesem Tempel, haben schon einige Rätsel gelöst und bewegen uns immer tiefer vor. Und haben gleich das nächste Rätsel an der Backe kleben, so. Gibt's Indizien? Eins, zwei, drei, vier. Wow! Scheibenkleister. Das kann was werden. Ich mit meinem Langzeitgedächtnis wie ein Goldfisch. Keine Ahnung. Ich... Oh, Alter. 1, 2, 3, 4. Rechts hat uns jetzt nicht wirklich glücklich gemacht. Ja und? Wie komme ich da jetzt weiter? Check ich jetzt nicht ganz. Wir haben die vier, wir haben die beiden. Da verschwindet jetzt alles. Wie komme ich denn da durch? Da sind ja sämtliche Wände irgendwie hinterhältig fies und so. Na, verdammt. Der verschwindet. Shit. Darüber. Das war jetzt einmal gar nicht so schlecht. Wir sehen nämlich, wenn wir unter die Platten gucken. Gibt stabile und nicht stabile Punkte. So, da geht's nicht weiter. Falsche Richtung. Scheibenkleister. Okay, ich darf mich nicht nur auf die Optik konzentrieren. Ja, die verschwinden aber jetzt alle. Da bin ich jetzt wieder in der Sackgasse.
keine Ahnung, wo wir dorthin kommen. So jedenfalls nicht. Spring doch! Ich meine, der schafft es nicht, dass er einen kleinen Meter vorspringt. Also, ich glaube, der rechte Weg ist der richtige. Nee, komplett falsch. Ah, wir können laufen auch. Wir können halt nur nicht springen. Dass er aber auch nicht einfach nur mal einen kleinen Jump macht. Ich versäume da drüben irgendwo die richtige Abfahrt. Oder Ausfahrt. So, da jetzt rechts. Da geht's bis an die Wand. Da müssen wir jetzt nach links. Das ist der falsche Weg. Ja, und da geht's jetzt nicht mehr nach links. Oder Moment, wir müssen nach links. Eines zurück. Jetzt können wir da durch. Shit. No! Scheibenkleister. So. Da lang. Da nach vor. Hui! Puh. Hätten wir. Weiter geht's. Ich bin gespannt, was da noch alles auf uns wartet. Aber richtig geil. Das gefällt mir gut. Und es gibt auch keine elendiglichen Quicktime-Elemente oder nicht so viele oder bisher noch keine. Das gefällt mir schon mal richtig gut. Schade. Gibt's nichts zu entdecken? Moment. Kamen wir von unten? Sind wir? Ja. Da geht's weiter. So, ich bin bereit für die nächste Herausforderung. Okay, vielleicht auch nicht. Nein! Hey du, du lächelst so schön. Wie soll denn das jetzt wieder gehen, um Gottes Willen? Gift? Wieso ist da jetzt Gift? Das check ich nicht. Wieso war da jetzt Gift? Woran erkenne ich das? Try and Error? Ich muss mir das einfach merken. Nee, das ist so ein roter. Der ist böse. Wo war da jetzt der Rote? Wir gehen mal auf die andere Seite. Da die lächeln alle. Da ist, da links ist wieder so ein Rote, der uns nicht gut bisschen gefangen ist. Ein Rote. Kein Rote. Aber mach doch jetzt. Scheiße, wieso du jetzt? War der rot? Ich weiß es nicht. Wie sind wir denn gelaufen? Links, glaube ich. Instant den Weg vergessen. So. 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 Und so. Ah ja, der war rot.
Dafür haben wir da zwei Smiley Faces. Du bist rot, du bist tödlich. Shit! Noch ein roter. Nee. So, einmal da die Runde, dann da lang. Dann da links. So, ich habe mir jetzt nicht gemerkt. Okay, ich glaube, wir müssen da ganz nach rechts laufen. Da sind keine rote, das sind Smiley Faces. Bist du ein Smiley Face? Du bist ein Smiley Face. Und dann verstecken die da hinten den roten. Fahr zur Hölle. Nee. So. Da lang. Da lang die Runde. Links. Dort lang. So, vielleicht muss ich links da. Oh, bist du rot? Nee, du bist nicht rot. Da versteckt sich kein roter, kein roter, kein roter. Passt. Wir sind durch. Easy. Wieder das berühmte Spielchen, links oder rechts. Wir versäumen sicher wieder irgendwie wichtige Dinge. Gut, da jetzt diesmal nicht. Okay, auf geht's zur nächsten Herausforderung. Jetzt müsste aber bald durch sein, oder? Ich meine, nicht, dass es mich stört, es macht Spaß, aber... Jetzt zieht er sich schon, doch schon ziemlich lange. Keine Ahnung. Naja, schon wieder Entscheidung. Okay, links geht es nicht wirklich viel weiter. Oh, ein bisschen frisch machen im Wasser. In Wirklichkeit war das Säure. Sherlock Holmes verstarb in seiner Gedankenwelt, in seinem Tempel. Links oder rechts? Wir gehen rechts. Landen nicht wirklich an einer interessanten Stelle, aber dann gehen wir halt links und da kommt das nächste Riesel. Oh mein Gott. Er kann ja halt auch einfach nicht springen. War jetzt aber leicht. Interessant ist, er fing von selbst an zu laufen. Ich wollte mir Zeit nehmen, aber hey. Puh. Ich glaube, wir sind beim Herzen des Tempels angelangt. Was ist das da oben? Ranzoomen ging ja nicht wirklich. Oder? Nee. Nee, ging nicht. Okay, wir gehen einfach mal. Ich hoffe ja doch, dass uns die alten... Ah, eine Blume. Dass die alten Mayas gnädig gesonnen sind und uns jetzt keine Kugel entgegen stupsen, schubsen. Der Schatz von Tekun Umar. Ja, das ist sowas von. Aber sowas von Indiana Jones. Nur halt ein bisschen komplizierter. Das ist die Statuette, die Marnie, Sir Charles und Greystock unter sich aufgeteilt haben. Gut, dann hoffe ich jetzt. Verdammt, wir haben unser Tagebuch nicht. Ich könnte mir jetzt vorstellen, wir müssen diese drei Teile der Statue die korrekten Stellen finden. Also den oberen Teil, den mittleren Teil und den unteren Teil. Der obere Teil ist irgendwie etwas mit... ja, so einer Platte. Schwierig, ich kann da gar nichts erkennen. Ah, Moment, da steht noch was. Der Kalender. Er war hier.
Also haben Greystock, Sir Charles und Marley von Anfang an Bescheid gewusst. Der Kalender, er war hier. Also haben Greystock, Sir Charles und Marley von Anfang an Bescheid gewusst. Schön. Ich weiß natürlich nicht Bescheid. Kein Schlüsselloch und keine Klinke. Es muss einen Weg hineingeben. Ja, du Genie. Da, eins von diesen Dingern. So, es ist spannend. Da unten sind Punkte. Zwei Punkte, drei Punkte und ein Strich darunter. Vier Punkte. Zwei Striche, ein Strich, ein Punkt. Ich kann mein Notizbuch nicht verwenden. Einfach durchzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Irgendwie versuchen wir es mal. 1. Gibt's eine richtige 3? Es gibt eine richtige 3. 3? 4. Gibt eine richtige 4. Na, jetzt wird's spannend. Fünf Punkte gibt es nicht mehr, aber ich kann mir vorstellen, die logische Schlussfolgerung von vier Punkten wäre ein Strich. Dann wäre das 5. Wir werden es gleich erfahren. Ja, das ist 5. Dann müsste das theoretisch 6 sein. Zwei Punkte 7. Drei Punkte 8. Vier Punkte 9. Zwei Striche 10. Ich glaube, wir haben alle. Jo. Oh, das war so ein geiler Abschnitt. Den fand ich richtig gut. Tja, ich glaube schon langsam. Obed und sein Sohn rächen sich an den Expeditionsteilnehmern. Die haben ihn zurückgelassen. Wahrheit über den Tempel herausfinden. Aberglaube und Alberts Krankheit passt nicht. Albert wurde zurückgelassen. Maya-Kalender. Bernard Marley glaubt wirklich, dass er einer der Auserwählten ist und den Willen von Dekonoman und damit den Fluch umsetzen muss. Bernard Marley fürchtet sich vor dem Fluch und versucht, sich davor zu schützen. Er kann keiner der Auserwählten sein. Was ist denn das jetzt für eine blöde Schlussfolgerung?
Marley ist unschuldig. Bernard Marley glaubt an den Fluch und gestaltet seine Statuen als tödliche Automaten. Damit hofft er, einer der Auserwählten zu werden. Bernard Marley gehört hinter Gitter, er ist bla. Das kann's noch nicht gewesen sein. Der einzige, der tatsächlich ein Motiv hat, Zacharias zu killen, wäre ja tatsächlich... Ja, das geht nicht, ich kann das... Nee. Der Albeit. Das ist der einzige, der tatsächlich ein Motiv hätte. Albeit gibt die Schuld an seinem Schicksal den anderen Teilnehmern an der Expedition. Er sinnt auf Rache und könnte zu diesem Behufe den Fluch für sich nutzen. Das glaube ich. Der wurde zurückgelassen. Und damit ist auch sein Sohn nicht unschuldig. Aber das kommt nicht zusammen. Da war was Neues jetzt. Die Person, die Zacharias Greystock getötet hat, ist körperlich stark genug, um einen kräftigen und genauen Speerwurf durchzuführen. Albeit ist schuldig. Ganz ehrlich, Leute, ich glaube, Albeit ist schuldig. Er wurde zurückgelassen. Der Verdächtige ist sehr klein. Albeit hat einen Sohn. Und er hat ein Motiv, er wurde zurückgelassen, er hat sein ganzes Leben verloren, er wurde danach versklavt, er konnte nicht mehr zurück, er hat seine Familie verloren. Ich glaube, er rächt sich. Alles andere mit, ja, Schulden vom Bowls Club und so, das waren, glaube ich, nur falsche Finden. Weil der Besitzer vom Bowls Club, es tut mir leid, ich merke mir den Namen nicht, der Besitzer vom Bowls Club hätte ja noch genug andere Artefakte, die verkaufen hätte können. Also er musste nicht unbedingt Zacharias jetzt über den Jordan schicken. Das hätte er getan oder hätte er müssen, wenn er sonst nichts anderes gehabt hätte. Also das ist eher ein sehr kleines Argument, würde ich behaupten. Der Marley ist ein guter Bastler und meiner Meinung nach steckt Marley mit Albeit unter einer Decke. Aber so wirklich ein Motiv hätte ich jetzt auch nicht herauserkannt. Und tatsächlich, meiner Meinung nach, der einzigste, der ein Motiv hätte oder hat, ist der zurückgelassene Albeit. Albeit hat einen zwergenwüchsigen Komplizen eingesetzt, um die Öffentlichkeit glauben zu lassen, dass Zacharias Greystoke und später die weiteren Clubmitglieder durch den Fluch umgekommen sind. Albeit hat aus Rache getötet mit einem zwergenwüchsigen Komplizen. Sie sollten beide ins Gefängnis gehen. Albeit hat nicht mehr lange zu leben und wird niemanden mehr töten können. Sein zwergenwüchsiger Komplize stand unter seinem Befehl. Beide sollten auf freiem Fuß bleiben. Und da muss ich jetzt ehrlich sagen, nein, keine Gnade für Albeit. Ich meine, beim letzten Fall, ja, da konnte ich es nachvollziehen. Beim letzten Fall war ich dafür, dass wir Tom Hurst begnadigen, weil man darf eines nicht vergessen, viktorianisches London und so weiter und so fort, und jemand, der aus der Unterschicht kam und dann noch einen Adeligen beschuldigt, der würde Jagd auf Unterschichtsleute machen, den hätte damals die Polizei zu Tode geprügelt, noch wahrscheinlich in der Polizeistation. Das war, glaube ich, ein Kapitalverbrechen, als unter Anführungszeichen minderwertiger Mensch einen Adeligen zu beschmutzen oder zu beschulden. Und da muss ich ehrlich sagen, der hatte meiner Meinung nach, ich weiß, klingt schwierig, aber der hatte gar keine andere Möglichkeit, außer das zu tun, so wie er es getan hat. In dem Fall stellt sich das Ganze doch anders dar. Albeit war ja doch eher aus der gehobenen Schicht. Ich sage keine Gnade für Albeit. Untersuchung fortsetzen. Wir gehen mal raus. Haben wir noch Punkte auf unserer Liste? Gibt's noch etwas zu tun?
No, wird keine Punkte mehr geben. Wir schließen den Fall hier und jetzt an Ort und Stelle ab. Keine Gnade für Albright. Ich bin gespannt. Aber wir erfahren ja, glaube ich, nicht, ob es eine gute oder eine falsche Entscheidung war. Mr. Albright. Oh, Ihr Sohn ist zu Besuch. Ja, wie Sie sehen. Wir müssen uns unterhalten. Es betrifft auch die Polizei. Verstehe. Gulliver geht zu unserer Nachbarin Mrs. James. Das hier ist nichts für Kinder. Ach, nur eine Sekunde, bitte. Na, richtige Entscheidung. Fahr zur Hölle. Wie ich vermutet habe, er brachte ihn aus Brasilien mit. Sie waren dort beide Sklaven und sind zusammen entkommen, richtig? Der Lumpo Bumba, der ebenfalls begnadigt wurde. Wir sind Kameraden bis zum Tod. Er ist wie ein Bruder für mich. Jetzt ist alles klar. Sie und Ihr Komplize sind schuldig des Mordes an Zacharias Greystoke. Sie mussten für Ihre Taten büßen. Wenn ich Sie doch nur alle erwischt hätte. Aber Gulliver hat nur meine Anweisungen befolgt. Darüber wird das Gericht entscheiden. Aber ich habe so meine Zweifel, ob es Gnade für einen Pygmäen gibt, der Engländer auf dem Gewissen hat. Puh, yes. Albright verabscheute seine Expeditionskollegen, weil sie ihn im Stich gelassen hatten. Der Mord wurde durch seine Komplizen begangen und er sollte mit dem Fluch vertuscht werden. Sie müssen beide eingesperrt werden. Keine Gnade für Albright, gefundene Hinweise 19 und 55% der Spieler hatten dieselbe Entscheidung. Ich bleibe dabei, wir bestätigen das und dass dieser Pygmäe, und ich meine, das war jetzt abwertend, weil ich meine, oh, der Lumbumbumba, irgendwas, aber in diesem einen Brief stand ja drinnen, dass er Albright und eben dieser Lumbumbumbumba, ich habe mir seinen Namen nicht gemerkt, aber er schlug in diese Kerbe, begnadigt wurden. Ich hätte seinen Sohn schon irgendwie mir vorstellen können, war aber jetzt ehrlich gesagt beruhigt, dass tatsächlich dieser Pygmäe dort mit da war. Ich glaube, wir haben die richtige Entscheidung getroffen und deswegen bestätigen wir das. Achtung, ja! Der erwachte Golem, Errungenschaft freigeschalten. Schein oder Sein, kleiner Preview für die nächste Folge. Oder ich cut wieder und wir sehen das dann in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Ich bin draußen für heute. Ich wünsche euch was. Ciao, Baba.